back on me. I once was light, now I'm the darkness. So blinded by rage. Der Grundgedanke von Tuneverse ist, also wir sind alle vier sind also quasi schon länger im Musikbusiness tätig, aber wir haben uns quasi aus dem Grund zusammengeschlossen, weil wir eigentlich ein sehr breites Spektrum abdecken, dadurch, dass wir zusammenarbeiten. Also, um es kurz auszuführen, ich habe eine klassische Musikausbildung, also ich kann auch mit Orchester umgehen und habe Klavier studiert. Simpi ist eher der Elektronik-Freak, der schon mit Ataris rumgespielt hat. Also Michael ist Bassist bei der Münchner Freiheit, hat riesen Live-Erfahrung als Musiker und ist äußerst vertraut mit Rockmixing und Gitarrenaufnahmen. Und mit Caro haben wir wirklich eine der etabliertesten Studiosängerinnen in Deutschland, die für Michael Mind Project, für X Dance Projekte schon ihre Stimme eingesetzt hat. Wir haben damals gemeinsam für ein Projekt gearbeitet, das nicht durch uns gestartet wurde, sondern wo wir angefragt wurden, separat voneinander, getrennt voneinander. Und waren dann so, sind halt ganz gut gewesen so zusammen, haben ganz gut geschrieben, hat gut funktioniert. Wir sind auch von der Persönlichkeit sehr ähnlich und haben dann neben diesem Projekt halt dann angefangen, halt weiter Kontakt zu halten, neue Sachen gemacht. Und ja, dann lief es so 1,5 Jahre ungefähr, so 1,5, 2 Jahre, hatten dann auch so den einen oder anderen Cut, also den einen oder anderen Song auch dann verdient. Und aufgrund dieser Erfahrung haben wir dann irgendwann gesagt, Mensch, wir arbeiten ja zu viel zusammen und haben dann immer mehr gemacht. Und dann auch Songs geschrieben für die Münchner Freiheit, was sich natürlich auch ergeben hat durch den Micha, den kannte ich jetzt schon vor dem Alex. Und Sandra Cretou haben wir auch. Wir haben für Sandra Cretou geschrieben für das letzte Album, haben dann einen Song untergebracht. Und das lief dann alles so gut und es wurde immer intensiver, dass wir dann gesagt haben, Mensch, wir sollten jetzt eigentlich schauen, dass wir, wenn es so gut läuft, einen gemeinsamen Raum haben, wo wir immer zusammen sind. Weil so haben wir uns immer über das Internet ausgetauscht oder haben dann Daten hin und her geschickt oder uns mal so getroffen. Und diese ganze Rumfahrerei war sehr zeitaufwendig. Und so ist es halt eben zu dieser Firmengründung gekommen. Und ich glaube, das Wichtige ist, also wenn man kreativ arbeitet, dass man sich in einem kreativen Surrounding aufhält. Also dass man mit kreativen Menschen zu tun hat, die das Gleiche machen. Und wir sind permanent im Austausch. Also auch wenn wir jetzt an unterschiedlichen Songs arbeiten, wir laufen halt immer hin und her, hören uns das an, geben Tipps, geben unsere Meinung, suchen. Also es ist hier ein permanenter Austausch. Wie können wir Kickdrum gut machen? Wie können wir eine Produktion interessant gestalten? Und das ist also viel, viel intensiver, als wenn man das jetzt allein macht, weil allein brät man immer irgendwie in seinem kreativen Saft und hier sind es halt einfach 4 Leute, die alle unglaublich kreativ sind und da wird das Endergebnis dann auch einfach. Es wird halt jeder immer gepusht. So. Also wenn einer nicht weiterkommt, spürt der andere das auch. Es ist noch nicht mal so, also wir haben das oft so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel an der Produktion sitze und irgendwie 8 Stunden lang schon an irgendwas rumgeschraubt habe und vielleicht auch einfach einen falschen Weg eingeschlagen habe oder einfach und das vielleicht gar nicht mehr merke, dann kommt Alex zum Beispiel rein und sagt, ey, ich habe das Gefühl, das müsste anders sein und legt einen Schalter um und schon geht die Produktion auf einmal in die richtige Richtung. Oder Alex hat ein Problem mit irgendeinem Sound und sagt, Mensch, ich will den Sound jetzt gern so haben, aber irgendwie kriege ich es nicht hin und dann komme ich halt dazu und habe vielleicht genau die passende Idee dazu. Oder Caro hat eine super Idee für irgendeine Hookline, wo man nicht weiterkommt. Also es ist permanent auch so ein Trigger da, so ein Auslöser für den anderen, um weiterzumachen. Da gehört natürlich auch Ergo ganz, ganz stark dazu, weil es eben uns die Möglichkeit gibt, da wir die gleichen Lautsprecher in allen Studios haben, wirklich dann auch Vergleich zu hören, dass da kein böses Erwachen gibt, wenn man das in der Regie von Simpi anhört, dass es dann nicht genauso klingt wie bei mir, sondern dass Ergo gewährleistet das eben, dass der Sound immer ausgeglichen ist und man dann auch über das Gleiche spricht, weil das bringt ja nichts, wenn es bei ihm so komplett anders klingt. Das ist ein großer Vorteil. Servo hat mir hier geholfen, den Raum sehr gut zu neutralisieren und es klingt für uns alle in jedem Raum sehr ähnlich. Wir haben in allen 3 Regien auch die gleichen Lautsprecher und die Räume sind aber vom akustischen Verhalten her unterschiedlich. Und das Ergo-System passt diese Räume und den Klang der Lautsprecher an und optimiert das Verhalten untereinander, sodass es insgesamt einen vergleichbaren Sound gibt, wenn man jetzt einen Mix, der in einem Raum entstanden ist, in einem anderen abhalten möchte.